Also Mädels und Jungs, wir befinden uns nach wie vor in der Differentialrechnung. Das ist Klasse 11. Im zweiten Teil werdet ihr euch auch mit der Integralrechnung noch beschäftigen. Und beide Rechnungen, Differentialrechnung und Integralrechnung, bezeichnet man ja als Infinitesimalrechnung. Und diese Problematik gehört zur Analysis. Heute betrachten wir die Krümmung einer Funktion und die zweite Ableitung. Bei der Krümmung von Funktionen müssen wir unterscheiden zwischen einer Rechtskrümmung und zwischen einer Linkskrümmung. Wir haben Folgendes: Eine Funktion f von x sei auf dem Intervall i differenzierbar. Wenn das gilt, dann heißt die Funktion f von x rechtsgekrümmt auf dem Intervall, genau dann, wenn die erste Ableitung auf i streng monoton fällt. Sie muss streng monoton fallen. Und die Funktion f von x heißt linksgekrümmt auf diesem Intervall, genau dann, wenn die erste Ableitung f' von x auf i streng monoton steigt. Ich habe das hier mal dargestellt, eine Rechtskurve. Wir haben hier etwa den Wendepunkt und die Rechtskurve geht dann über in die Linkskurve. Ableitungen benötigen wir. Nun gibt es ein hinreichendes Kriterium für das Vorhandensein von den Rechts- und Linkskurven. Und zwar betrachte ich wiederum eine Funktion f von x. Und diese Funktion f von x muss auf dem Intervall i, das ich betrachte, zweimal differenzierbar sein. Ich brauche also die zweite Ableitung. Es gilt dann, wenn die zweite Ableitung kleiner ist als 0 für alle x aus dem Intervall, dann ist f von x auf i rechtsgekrümmt. Gilt allerdings dagegen, dass die zweite Ableitung größer ist als 0 für alle Entschuldigung, für alle x aus dem Intervall i, dann ist diese Funktion nicht rechtsgekrümmt, sondern sie ist dann linksgekrümmt. Das heißt also, die Art der Krümmung einer Funktion f von x wird durch das Verhalten der zweiten Ableitung bestimmt. Das Verhalten der Funktion. Nicht allerdings die Stärke der Krümmung. Das klappt nicht. Wenn ich ein kleines Beispiel für das Krümmungsverhalten der Funktion noch angeben kann, dann gehen wir mal von Folgen der Funktion aus. Ich betrachte eine Funktion dritten Grades. Ah, wo haben wir jetzt meinen Stift? Hier ist er. Nehmen wir mal an, ich habe die Funktion f von x dritten Grades, sagt sich, die soll lauten x hoch 3 plus 3x Quadrat plus 2 plus 3x Quadrat plus 2. Dann benötigen wir quasi die Nullstellen der zweiten Ableitung. Ich bilde mal die erste Ableitung f von x, eine ganz einfache Funktion. Mithilfe der Potenzregel hätte ich dann 3x Quadrat plus 6x. Diese Konstante ist 0. Die zweite Ableitung wäre dann 6x plus 6. Damit haben wir die beiden Ableitungen und die Nullstelle der zweiten Ableitung erhalte ich dadurch, dass wir die zweite Ableitung 0 setzen,
Also f2 gestrichen von x gleich 0, dann folgt daraus 6x plus 6 gleich 0 und x wäre dann minus 1. Das wäre dann die Nullstelle. Geben wir der Nullstelle noch den Index 0, dann haben wir das. Um jetzt das Krümmungsverhalten zu betrachten, muss ich jetzt den Wert für x kleiner als minus 1 betrachten. Und für x kleiner als minus 1 ist dann f2 gestrichen von x ist kleiner 0. Das heißt, die Kurve ist dort rechts gekrümmt. Wiederhole, f2 gestrichen ist kleiner 0. Damit, laut Voraussetzung, ist die Kurve rechts gekrümmt. Und der zweite Fall wäre, wir betrachten x größer als minus 1. Dann ist f2 gestrichen von x größer als 0. Und das bedeutet, wie wir bereits alle erkannt haben, dass wir hier eine Linkskurve haben. Das kann man also machen mit Hilfe der zweiten Ableitung. Ich hatte hier die Skizze angegeben, da war der Wendepunkt gegeben. Dieser Wendepunkt, der ergibt sich übrigens auch aus der zweiten Ableitung. Man setzt die zweite Ableitung gleich 0, dann hätte ich hier minus 1. Ich müsste die dritte Ableitung noch bilden. Die dritte Ableitung wäre ja dann 6. Die muss ungleich 0 sein, ist sie. Und das bedeutet, das werdet ihr demnächst noch erfahren, wenn die dritte Ableitung ungleich 0 ist, dann besitzt die Funktion tatsächlich einen Wendepunkt. Und die Koordinaten des Wendepunktes, die wären dann ja minus 1 und ich setze diesen Wert in die Ausgangsfunktion ein und erhalte dann die y-Koordinate. Minus 1 bleibt, das wird dann 3 plus 2 sind 5 und minus 1 sind 4. Also hätte der Wendepunkt die Koordinaten minus 1 und 4. Ja, Mädels und Jungs, denke mir, das war auch wieder einigermaßen verständlich. Finito.